Es ist alljährlich etwas Besonderes, das Sternsingen der Erwachsenen in St. Jakob im Lesachtal. Wir haben die Sternsinger mit der Kamera begleitet, vom Einsingen bis in die Häuser. Das Sternsingen der Erwachsenen hat in St. Jakob bereits eine lange Tradition. In der Früh, kurz nach 8 Uhr, treffen sich die Sänger in der alten Volksschule in St. Jakob, wo bereits der Stern, die Kronen und die Gewänder bereit liegen. Nach dem Einsingen ziehen sich die Sternsinger um. Die schwarze Schminke darf natürlich nicht fehlen. Ich überreiche dir jetzt offiziell den Stern für das Jahr 2020. So wie alle Jahre machen wir uns auf den Weg zu den Häusern, entlegenen Häusern, wo du deinen Stern in jedes Haus tragen wirst, gell? Ich sehe schon über 50 Jahre. Als Kind mit 6 Jahren habe ich eigentlich schon angefangen und ich war meistens der Anführer der Sternträger. Und ihr seid eine Erwachsenengruppe, wie lange gibt es die schon? Die Erwachsenengruppe sind mehr Gruppen gewesen. Die Gruppe, wie wir jetzt sind, ca. 16 oder 17 Jahre. Und immer was Besonderes, in die Häuser zu gehen und ein gutes neues Jahr zu wünschen? Wir machen das gern, vor allem deswegen, wenn man bedenkt, dass man einer Familie oder zumindest einem Kind helfen kann. Während die einen sich schon die Krone aufsetzen, ist Stefan noch immer damit beschäftigt, sich schwarz zu schminken. Ja, einer muss der Schwarze sein, gell? Genau so ist es, ja. Ist es immer du? Zuerst war eigentlich der Manfred immer, aber nachher habe ich gesagt, ja, eigentlich will er die gerne mal ein Schwarzes sein, ja. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen den ganzen Tag mit der Farbe im Gesicht, oder? Ja, es geht. Es geht. Man hofft einmal, wenn man schwitzen tut, dann muss man oft einmal wieder nachholen und so, ja. Dann kann es losgehen. Draußen vor der Tür wartet schon das Taxi. Die Feuerwehr steht bereit und bringt die erwachsenen Sternsinger sicher an die einzelnen Höfe. Familie Brandstätter in der Passaue wird als erstes besucht. Vor dem Haus wird noch eine Kohle für das Weihrauchfass gezündet. Passieren kann nichts, immerhin ist ja die Feuerwehr immer mit dabei. Ja, im Lesachtal kommen die Sternsinger mit der Feuerwehr. Ja, so ist es, gell. Das tue ich eigentlich gern. Wir fahren schon das 6. Jahr jetzt an mit den Sternsinger da die Schotzeit ab, weil es eisig ist und ein bisschen Schnee verbunden ist. Wir haben ein Allradfahrzeug da und seitdem wir das neue Auto haben, fahren wir eigentlich relativ gern mit den Sternsinger. Aber du machst das heuer das erste Mal? Ich mache heuer das erste Mal. Ich weiß nicht, der andere Fahrer ist ausgefallen, dem wird es wahrscheinlich zu wild gewesen sein die letzten Jahre, aber ich mache es gern. Ich nehme mir gern die Zeit. Was wird dich dann heute noch erwarten? Ja, ich lasse mich überraschen. Ich bin froh zu rufen. Zieht der Stern übers Land, wann die Welt so schern um, los die finsterste Nacht, uns nichts umhoben kann, los die finsterste Nacht, uns nichts umhoben kann. Auf uns
wir feistle vor ihr unsern Baumen tut. Wir feistle vor ihr unsern Baumen tut. Ich bin von Bethlehem der Stern, erschienen zur Geburt des Herrn. Drei Königen ziehe ich voran, um zu leuchten auf der rechten Bahn. Glück, Gesundheit und Gottes Segen übers Jahr, das überbringen euch Kaspar, Melchior und Balthasar. O guter Herr der Christen, geboren in Bethlehem, du musst den Kreuzweg wandern, bis noch Jerusalem. Du musst den Kreuzweg wandern, bis noch Jerusalem. Es sind die drei Könige mit ihrem Stern. Wir bitten um eine Spende, ein Opfer für die Missionen hätten wir gern. Das Besondere bei dieser Sternsingergruppe ist, dass auch die Klänge einer steirischen Harmonika den Besuch der Heiligen Drei Könige in den Häusern bereichern. Eine Stärkung gehört natürlich auch zum Besuch der Sternsinger dazu. Die Sänger lassen sich nicht lange bitten, der Weg ist noch weit und man hat sich ohnehin den ganzen Tag Zeit genommen. Danach verabschieden sich die Sternsinger und machen sich auf den Weg zum nächsten Hof. Gabriel aus Strayach ist der Neue im Team der Sternsinger. Ja, Gabriel, du bist heuer das erste Mal dabei. Ja, genau, heute das erste Mal und mit der Steirischen unterwegs. Und ich war wohl schon als Kind öfters Sternsingen. Und letztes Jahr haben wir eben eine andere Gruppe gehabt, eben weil er Hubert nicht gekannt hat und die Alten nicht gegen gekannt haben. Und heuer das erste Mal mit den Alten dabei. Ja. Das heißt, familiär wird das Ganze übertragen? Ja, genau, der Onkel. Der hat gesagt, er übergibt es mir und dann habe ich das übernommen mit dem Singen. Ja. Genau. Und was erwartest du heute noch? Ja, eigentlich, ich bin jetzt schon von letztes Jahr gewohnt, wie das halt so ist, ist Sternsingen. Aber es ist immer wieder schön, in die Häuser reinzugehen und seine Lieder singen zu können. Weiter geht es auf die Koste. Hier warten schon die nächsten beiden Familien auf die Sternsinger. Es sind die drei Könige mit ihrem Stern. Wir bitten um eine Spende, ein Opfer für die Missionen hätten wir gern. In Bethlehem, Vater, erhebt sich ein Geschrei. Viel Kinder müssen sterben, Gott Sohn ist nicht dabei. Viel Kinder müssen sterben, Gott Sohn ist nicht dabei.
bin heuer 16. Jahr dabei mit den St. Jakober Sternsinger. Ich bin ja zugereist aus Kirchhachmauten und Neufer. Und mein schönstes Erlebnis war vor 8 Jahren, wie wir da auf der Guste waren. Da sind wir spätere Stunde, es war schon finst, da sind wir raufgezottelt da. Und dann kamen wir oben in den Stall, die ganzen Leute in den Stall gearbeitet, Stallarbeit gemacht. Und zwischen den ganzen Kirchen haben wir nachher unsere Sternsinger-Geschichte runtergedruckt. Das war mein schönstes Erlebnis. Ja, euch haben die Sternsinger damals im Stall besucht. Ja. Wie war das? Ja, da haben wir umgebaut gehabt. Nicht? Und sie sind erst auf die Nacht gekommen. Nicht? Und nachher sind wir halt noch im Stall gewesen. Auf die Nacht, wie sie gekommen sind. Nicht? Und dann haben wir halt den Stall draußen und sie hat den Stall draußen gesungen. Nicht? Und dann sind sie nachher reingegangen. Der Manfred erzählt vom Auftritt im Stall, wie war das damals, das Erlebnis? Ja, wir haben eigentlich den ganzen Nachmittag auf die Sternsinger gewartet. Und dann gehen ist die Stallzeit gekommen und haben gesagt, ja, gehen wir halt einmal eine Weile in den Stall. Und dann gehen, stehen sie hinter dir und fangen da an singen und gehen über die Stiege an. Die Kühe haben geschaut. Es war echt einzigartig. Und das ist jedes Jahr was Besonderes, wenn die Sternsinger kommen? Immer wieder, ja. Überhaupt, wenn die Grasen kommen. Nicht? Die Lieder, die sie haben, die Beiträge, die sie bringen, ist echt schön. Die Sternsinger ziehen weiter zum Nachbarhof. Will für die Sternsinger in St. Jakob. Eine schöne Tradition, die hoffentlich noch lange Zeit weitergepflogen wird.